Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdchef Podcasts. Es ist immer noch Pen and Paper, es ist immer noch André Diers, es ist immer noch, wir wissen nicht genau, worum es eigentlich geht. Ja. Aber wir sind immer noch Freunde. André. Dave, was ist jetzt zuletzt passiert in Kurzversion? Ich habe ja das Ende nicht mehr mitbekommen, weil ich da Nudeln gekocht habe, wie es immer so ist. Nein, wir haben gegen Bibuman gekämpft. Ja, Bibuman. Ich dachte, das ist der Endfight. Mhm. Und wir alle haben Kartendecks gehabt. Ja. Ich hatte ein Pokémon-Kartendeck. Pugi hatte ein Not Safe for Work Erotik-Deck voller Pimmel. Ja. Jochens Anne hatte ein Deck. Ja, Vincent hatte ein Deck mit Delfinienprinz-Bezug. Und Natalia als Krach hatte ein Deck mit Ravi-Bezug. Ja, und wir haben Bibuman davon überzeugt, sich selbst zu töten. Ja. Eine sehr humane Art haben wir ihn erlöst von seinen Leiden. Und ihr habt noch Challenges. Genau, und wir waren jetzt zwischendurch noch auf der Battle Royale Survival Insel. Und da stellte sich schon heraus, dass das Team Knossi und Saschka Haber. Genug Punkte für den Endsieg hat. Sehr schön. Und wir haben 50 Fische und eine Kiste und einen Sack Mehl. Und ich habe auch noch zwei Schuhe, aber ich habe einen von meinen Originalschuhen nicht. Ja. Anne hat null Schuhe und Krach hat viele Schuhe gegessen. Im Magen. Und das Knossall. Das hat Zigaretten. Ja, das hat ganz viele Tiere. Also ich habe noch 5 Murmeln in der Nase und eine Keule. Ganze Sammlung an Kinderspielzeug. Genau. Was? Kinderspielzeug? Murmeln, Kinderspielzeug. Ach so. Ja. Oh. Gut. Ich denke viel an meine Familie. Ja, das glaube ich. Sehr gut geht. Gut, ihr geht in die letzte Prüfung rein. Es ist wieder ein typischer Raum, wie ihr ihn halt kennt, wie zu Beginn. Und seht eine einzelne Person auf einem hohen Podest. Ciao. Der Podest ist schon hoch. Der ist schon hoch. Noch höher ist der das von Bibuman. Der Podest. Diese Person trägt einen gelben Anzug mit weißem Hemd, eine Sturmhaube über den Kopf und vor dem Gesicht ein aus Papier ausgepumptes Gesicht von André Diers. André Diers. Wer André Diers ist, bedeutungslos für dieses Treffen. Ich habe noch nie von dem gehört, aber er klingt mir sehr wir sympathisch. Wir kämpfen gegen irgendwen, den wir nicht kennen, um irgendwen zu retten, den wir nicht kennen. Wie geht meine Lache nochmal, Hugi? Ich dachte, Herzlich willkommen zum... Ein Monitor fährt runter und stellt das folgende gesagte grafisch dar. Zum Nerd-Quiz mit dem ultraschwersten Fragen, die es jemals gab. Direkt aus der Hölle. Und Helheim. Leute, das war doch nur ein Witz. Beruhigt euch. Das war nur ein Scherz. Wir wollen doch nicht hier noch weitere 3 Stunden in diesem Pen and Paper verbringen. Und wir machen es kurz. Beantwortet mir 5 Fragen, die ich euch stelle, richtig und ihr kommt so viele. Weiter. Aber Saschka Haber hat Matura. Ja, beratet euch untereinander, bevor ihr antwortet. Frage Nummer 1. Welche Hassliebe hat Deadpool gegen wem am meisten? Gegen wen am meisten? Genau, wer ist es? Also, zur Auswahl steht... Green Lantern, dem Tod, Wolverine, Streichzart und oder seine Autorin. Ich hätte sogar gesagt, gegen sich selber in der alten Deadpool-Version. Aber reden wir von, ich weiß jetzt nicht, also österreichisch, reden wir von Film Deadpool vom Film oder Deadpool. Comic ja. Deadpool? Vom Film. Film Deadpool ist es Wolverine. Ja, Film Deadpool, Wolverine, großer Fan. Sind alle damit überein mit der Antwort? Ach komm, log ein, die Ding, alte Ding, 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 ding. Richtige Künze. Antwort. Kolinski-Tröten. So. Ihr werdet verrückt. Frage 2. In der Serie Malcolm mittendrin hat die Familie welchen Nachnamen? Wilkinson. A. Little. B.
Wilkinson, C, no last name, oder D, Miller? Das Ding ist, es ist... No last name ist auch richtig, aber eigentlich... Ja, es ist halt auch nicht so eindeutig zu beantworten. Ja. Es ist halt so, dass man so Namensschilder manchmal hat, aber es ist nicht erwiesen, ob das die richtigen Namensschilder sind, weil ja der Running Gag ist, dass das halt nie genannt wird. Mhm. Aber ich hätte jetzt auch das gesagt, was gesagt wurde. Gut, willkommen. Und No Last Name stimmt auch. Mhm. Das gab's auch mal. Das stimmt. Deswegen, komm, log ein. Es ist richtig. Jawoll! Frage 3. Die Macher von Spaceballs hatten die Erlaubnis von George Lucas höchstpersönlich. Genau, die hatten die Firma alles von Star Wars parodieren zu dürfen. Industrial Light and Magic hat die Special Effects mitgemacht. Was war die einzige Bedingung, dass sie das durften? Die dürfen kein Merchandise verkaufen. Ah. Deswegen haben sie das ganze Merchandise im Film gemacht. Merchandising, Ein Cameo von George Lucas. B. Lizenz von Star Wars erwerben mussten sie. C. Nicht nur Star Wars parodieren dürfen müssen. Oder D. Kein Merchandise produzieren. Was ist die richtige Antwort? Oh, keine Ahnung. Antwort D. Ding, ding, ding. Richtige Antwort. Wilkinson hätte auch gezählt. Ja, Wilkinson hätte auch gezählt. Gut, Frage 4. Im Film Fight Club ist der finale Twist, wer ihn noch nicht gesehen hat, hat Pech gehabt, dass der Protagonist sich seinen Freund von Anfang an nur eingebildet hat. Welchen der folgenden Filme/Serien hatten sich ähnlich dem finalen Twist der Einbildung nicht bedient? Nicht bedient? Antwort A. Inception. Antwort B. Inception ist richtig. Antwort B. Ragnarök in Klammer Netflix sehen. Habe ich nicht geguckt. Das ist aber der Twist drauf. Antwort C. Shutter Island. Antwort D. So ähnlich. The Sixth Sense. Also warte mal. Was ist jetzt die Frage? Es geht um den Twist, dass die sich was eingebildet haben. Ach so, Ragnarök, alles war ein Traum. Sixth Sense ist zwar echt, aber trotzdem ein Twist, aber es ist ja nicht eingebildet. Shutter Island ist eingebildet. Und was war das erste? Inception. Inception weiß man es nicht, ob es eingebildet ist. Man weiß es schon. Inzwischen weiß man es, aber als Kinogänger... Naja, was heißt... Also als der Film selber sagt ja aber keine klare Antwort. Man kann dann halt natürlich Christopher Nolan Interviews lesen, aber es ist der halt Kreisel echt. Ist von seiner Frau und nicht von ihm selber und deswegen... Sondern sein ist halt der Regen und so weiter und bla bla. Ja, dann sag mal halt, dass Sixth Sense ist halt, das ist eigentlich im Rahmen der Realität des Films sind das echte Geister. Ich gebe euch noch einen Tipp. Wenn ihr aus dem Film geht oder aus der Serie raus, aus Netflix beendet, was auch immer, mit welchem Gefühl geht ihr dann raus, das gesehen zu haben? Auf Bezug dieser Frage. Dass es einen Twist hat oder nicht? Also ein Twist, dass sich was eingebildet wurde. Also ich weiß nicht, dreimal also wenn ich aus, boah, geil, wenn ich aus Shutter Island rausgehe, boah, der hat sich das ja alles nur eingebildet. Genau. Bei Ragnarök, oh. Es war alles nur ein Traum. Sixth Sense, ja, aber dann bleibe ich bei Sixth Sense. Weil da hat er sich ja nicht alles eingebildet. Klar, sagst du, ja, krasser Twist. Ja, aber der Typ hat sich eingebildet, dass er am Leben ist. Ach so, meinst du das? Ja, aus Sicht von Bruce Willis. Das musst du wegen Spoiler eh alles rausschneiden. Yeah. Auf welche Antwort? Ach, sag nochmal, Inception. Inception. Ja, gut, ja, gut. Inception, wenn man halt mit dieser mittlerweile, ja, wenn man es so sehen will, ja, aber dann fällt mir trotzdem schwer, jetzt so rauszufiltern, was du genau hören willst. Ich weiß gerade nicht, ich kann dir nur sagen, was die einzelnen Filme für einen Twist haben, aber. Aus Sicht von Bruce Willis ist welcher Sixth Film Sense? Hat nicht den Twist, oder das hat er sich alles nur eingebildet? Und wir reden ja von dem Twist am Ende des Films. Sixth Sense weiterhin. Ja.
Also Sixth Sense, ich sag mal so, also die Geister sind ja echt. Bei Inception aus dem Film raus als Zuschauer und denkt sich, boah, der hatte sich das nur eingebildet. Im Prinzip ja, kann man das so sehen, wenn man den so interpretiert. Na, so gesehen, die Geschehnisse in Inception sind ja passiert. Also man geht jetzt nicht aus dem Film raus und denkt, das, was jetzt in dem Film Inception passiert ist, ist nie wirklich passiert. Man weiß ja, dass es passiert. Man weiß ja, dass es passiert. So. Aber auf der anderen Seite, ja, Sixth Sense. Ich gebe mal noch einen Tipp aus Sicht des Zuschauers, dass er reingelegt wurde. Der Zuschauer wurde reingelegt. Okay, also bei Sixth Sense fühlt man sich nicht reingelegt. Aber wahrscheinlich würde André auch, aber hören, dass man sich reingelegt fühlt. Nee, vor allem, weil ja während dem Film noch die Szenen gezeigt werden, wo halt, ne? Und dann. Also der Film wurde ja sehr bekannt aufgrund des Twists. Ja, aber da, naja, da aber fühlt das man ist sich ja nicht reingelegt, sondern nichts Schlimmes. Ja, doch schon, also. Nee. Man sagt Leute doch nicht. Die haben sich schon reingelegt gefühlt. So, oh, nee. Krass, das habe ich nicht kommen sehen. Aber ich glaube, reingelegt ist so negativ. Ja, ja, das ist ja, so negativ. Okay. Also, ich hatte jetzt irgendwie sowas erwartet, dass jetzt so Tyler Durden-Twists kommen, weil da würden mir auf Anhieb 10 Sachen einfallen, die einen Tyler Durden-Twist haben. Aber du bist jetzt mehr so. Vorsicht, Vincent! Also, du willst wahrscheinlich hören. Du willst Inception, glaube ich, hören. Oder? Du willst, glaube ich, Inception als richtige Antwort hören. Ja. Weil Inception mit dieser Traumebene halt arbeitet, aber letzten Endes innerhalb der Handlung des Films am Ende nicht was kommt, was so eindeutig sagt, das ist alles nur geträumt. Mhm. Hm. Das ist die Herleitung meiner Frage. Richtig. Naja, ist egal. Nehmen wir mit. Okay. Finale Frage, Frage 5, aber diesmal ohne Multiple Choice, das müsst ihr jetzt wissen, die Antwort. Was haben die genannten, die bisher genannten Serien, / Filme, alle gemeinsam? Was haben die alle gemeinsam? Ich zähle nochmal auf. Der eine Deadpool, Typ taucht in allen auf. Ryan Reynolds spielt in allen mit. Deadpool, Malcolm mittendrin, Spaceballs, Fight Club. Was haben die alle gemeinsam? M. Alles Filme. Alles Bewegtfilme, ja, nee. Sagen wir mal, Malcolm mittendrin, Deadpool, Fight Club und Spaceballs. Und Spaceballs. Alle eine Gemeinsamkeit. Breaking the Fourth Wall, würde ich sagen. Seid ihr euch da, seid ihr mit der Aussage... Ich hab schon wieder vergessen, ja, also die breaken alle die Fourth Wall. Ja, dass jemand mit dem Zuschauer direkt spricht, oder? Die vierte Mannschaft. Ich hab jetzt nichts davon gewusst. Ja, Knossi hat auch nicht, weil die Knossi hat wahrscheinlich in manchen Sachen mitgespielt. kann sich auch nicht mehr so gut erinnern. Sehr gut. Nun geht es weiter zum großen Finale. Noch ein Nerd-Quiz. Er zeigt in Richtung der mystischen Tür, die sich da gebildet hat, welche schlecht belichtet wurde und dunkler Nebel herauskommt. Was ist das? Versuch den so einzuatmen, weil das ja könnte ja Zigaretten rauchen. Es fühlt sich wie Zigarettenrauch an in deiner Vorstellung. Schön. Da kommt dunkler Nebel raus. Ja. Ich neutralisiere die Dunkelheit des Nebels durch das Weiß des Mehls aus dem letzten Sack Mehl. Und gehst in den Raum rein, oder? Schütt das so rein, das Mehl. Ist der Raum erstmal weißer. Der ist jetzt heller. Heller, genau. Durch die Reflexion des Mehls. Jetzt wäre so grau. Also, Mehlstaubexplosion. Bam. Also auf lange Sicht wollt ihr natürlich durch die Tür gehen. Das, da bevormunde ich euch jetzt einfach mal. Und Schuh werfen? Genau, hatten wir mal die Schuhe zum Anlocken von unserem. Sascha Huber hat noch welche. Krach. Hab sie gesehen. Gut, ihr betretet den Raum, der ist sehr dunkel. Sehr, sehr dunkel und ein Spotlight leuchtet auf einen Podest. Und auf dem Podest schwebt ein Schlüssel. Und der Schlüssel hat am Griff sowas wie Muskeln, so Muskelkraft.
Ja, mit Trizeps und den ganzen Kram. Ja. Und am Ende des Schlüsselschaftes ist eine 42 zu sehen. Toll. Ihr habt jetzt einen Schlüssel. Aber das ist nicht der Schlüssel, um David für Lecky zu retten, glaube ich. Wir können nur einen von beiden retten. Dann nehmen wir den Schlüssel, oder? Ich würde sagen, ich nehme einfach mal den Schlüssel an mich. Und du spürst, dass er dir nicht gehören darf. Ja. Aber ich will ja auch nur eine Tür damit aufschließen. Ja, du findest aber keine passende Tür. Dann gebe ich meinem Freund Sascha Huber den Schlüssel. Genau, gibst du Sascha Huber. Ich habe das Gefühl, dir gehört zu mir der Schlüssel. Ja, genau. Der Muskelschlüssel. Genau. Jawohl. Dein Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Ja. 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 Endlich bin ich am Ziel meiner Träume. Was ist nur das Schlüsselloch? Der ist verrückt, der ist perfekt. Was ist nur das Schlüsselloch? Das Schlüsselloch ist mein eigenes Herz. Ich stecke mir den Schlüssel in mein eigenes Herz. Das passiert nichts. Das tut weh. Das würde mich umbringen. Ich mache ein paar. Steck noch ein bisschen Kräftdollar rein. Ich mache ein paar Push-Ups und so Muskelgewebe wächst über dem Loch in meinem Herzen so zusammen, wie bei Dämon Buu. Ja. Und mir geht's wieder gut. Ja. Okay. Der Schlüssel passt natürlich in das Sascha Huber Compendium. Genau. Und ich rede noch mal kurz mit der Regie. Johannes, krieg ich die Punkte noch? Der sagt, ja, die Punkte sind schon safe. Du kriegst die 7 Punkte, weil du das Sascha Huber Compendium nicht angerührt hast. Ich sage, alles klar, dann kann ich jetzt das aufmachen. Der sagt, Johannes sagt, jawohl. Im Sascha Huber Compendium ist alles möglich. Im Sascha Huber Compendium. Das ist das Problemlösung für alles. Da und kommt erstmal wie so die Bundeslade bei Antiana Jones, kommen so ein paar Geister raus. Und okay, und jetzt. Komm, schlägst du eine Seite nach. Ich guck die Seite nach. Mit einem Hinweis von der Antwort. Dunkelheit. Von der Antwort der letzten Frage kommt. Ja. Und da ist die Antwort, die ich gesucht habe. Die du haben wolltest. Da steht sie. Was war die letzte Antwort gewesen? Fourth Wall. Die Fourth Wall. Ja, durchbrechen. Und Johannes von der Regie spricht zu uns. Ja. Und die Illusion war perfekt, doch jetzt bricht sie. Jetzt bricht sie. Wir gucken in das Gesicht von André Diaz, dem Stuhl. Das war der Stuhl? Das war die Fourth Wall. Das war die Fourth Wall. So hört sich eine vierte Wand durchbrechen an. Wir haben es live miterlebt, liebe Leute. Die Fourth Wall ist zerbrochen. Genau. Wir sitzen an einem Tisch in Vöckinghausen, Westerhaus. Ja. Vor uns sitzt im gelben Pullover André Diaz. Okay. Am Laptop. Ja. Und krach. Wird zu Natalia Schiller, einer jungen Dame. Ja. Die wunderschöne Anne wird zum wunderschönen Jochen. Knossi sieht immer noch aus wie Knossi. Ich bin immer noch der echte Knossi. Ich verliere 0,3% meiner Muskelmasse und bin nur noch David Filecki. Hä? David Filecki? Aber da war doch was. Ja. Wo ist der Affenjunge hin? Wo ist der Affenjunge? Ich bin der Affenjunge. Das war die ganze Zeit in mir. Ja. Ende. Ja, also was soll ich sagen? Genau das war mein folgendes Ende, dass ihr dann die Moderation übernehmt. Ich hätte jetzt noch eine Geißelnahme gemacht, dass ich zu dir gekommen wäre und gesagt habe, haha, ich habe David Pilecki Geißel genommen. Noch eine letzte Bonusfrage müsst ihr mir beantworten. Na, sag doch. Die letzte Bonusfrage wäre jetzt gewesen, wo habt ihr euch die ganze Zeit befunden? Hier. Und, also in dem Pen and Paper jetzt. Na hier. Wo spielte das Pen and Paper? In Fackinghaus Westerhaus. Die Geschichte selbst in deinem Kopf. In André Diaz. Oh, ihr dürft 5 Neins kassieren. Nerdship Podcast. Genau, na fast. Eine neue Folge im Internet. Irgendwas mit Geburtshilfe. Netflix. Also Nerdship Podcast ist schon fast richtig. Fast. Oh Mann. Aber wo habt ihr euch in dem Nerdship Podcast befunden? Auf der Tonspur. Nee, noch ein bisschen in die mechanische Richtung gehen. Die Hinweise waren so diese Rohre. Bits und Bytes. Die Rohre, die ihr durchgehen. Was mechanisch. Sperma.
Und es kamen Möwen vor. Ja. Meer. Nord Stream. Nord Stream, genau. Nord Stream. Nein. Super Mario. Der Nerdshit Podcast. Das wird präsentiert von Gerd der Möwe. Ach so, ich dachte von Pizzatainment. Die kamen gerade geflogen von einem geriatrischen Kongress. Von einem Fahrzeug. Von einem Scheiße-Transporter. Mach mal das Podcast weg. Nerdship. Das Nerdship. Ihr habt euch auf dem Nerdship befunden. Ja. Ach so. Yay. Ich bin der Burnt. Burns. Sehr schön. Aber ihr habt es schon vorher gelöst, weil ich so schlau hatte, habe ich durchschaut, was mein Ziel war. Ja, vorhin hieß es noch nicht reinquatschen, jetzt ist es wieder gut. Jetzt war es ja gewollt. Und ich hätte es vielleicht cool gefunden, wenn ihr mich noch verprügelt hättet oder so, während ich die... Das können wir ja... Können wir ja immer machen. Ja. Ah, so war das nicht vereinbart. Wollte die kommen. Sehr und schön. Dann kommt die auch noch vorbei. Ja, André, wir haben es geschafft. Okay. Wir haben es mal wieder geschafft. Ja. 40 Jahre, die und Flippers. Jetzt bin ich sogar wieder endlich vereint mit Bibu. Ja, Nachbesprechung. Wie fandet ihr es denn? Ich fand's wunderbar. Es war so schön. Es war so schön, die Zeit auf dem Nerdship. André, wenn ich nicht LSD genommen hätte, dann käme es mir aber trotzdem so vor, als ob ich LSD genommen hätte. Okay, gut, das ist schön. Schöner Rausch, sagst du, schöner Rausch. Ja, schön. Ja. Horrortrip. Ja. Ja, wie schon. Ja, die Idee war, euch in einem kurzen Pen and Paper zu halten, das heißt in einer Art Kammerspiel würde ich es jetzt mal nennen, weil wenn ihr überall hin könntet... Genau, das war so typisch wie runtergebrochen, aufs Wesentliche. Ich wollte das dann so langsam in Richtung Twist, dass ihr dann halt in der Realität seid und euch selber spielt, also ihr spielt ja nur eine Figur und Metaebene, Mit dem Quiz wollte ich es dann schon so die Eindeutigkeit hindeuten. Unmissverständlich. Jochen, sehr klug, auch die Frage so schnell beantwortet zu haben. Schneller als David Fulecki. Sehr schön. Und zum Ende hin sollte es dann nur noch so wirken, wie ihr spielt ja gar nicht mehr die Figuren, das sind jetzt nur noch die Spieler. Was soll denn das? Ja, das war auch ein Hinweis darauf hin. Ihr sollt ja drauf kommen, dass ihr am Ende nur die Spieler seid selbst und das Rätsel löst, worauf ich hinaus wollte. Ich finde, du solltest ein bisschen weniger LSD nehmen. Ja, weniger LSD, okay, genau. Ja, und hab die Stages so vollgepackt mit Nerdship-Podcast-Ideen oder Themen, die mal vorkamen, dass es halt so ein ganzes Nerdship-Podcast-Erlebnis war. Schön. Und haben wir jetzt David Fulecki gerettet? Natürlich. Ach so. Ihr habt ihn gerettet, indem ihr den Erzähler stumm gemacht habt. Und das... Aber der redet ja noch die ganze Zeit. Nee, ich bin ja gar nicht mehr Erzähler. Ich bin ja schon entmachtet worden, indem ich mundtot gemacht wurde. Ja, indem jetzt nur noch der Dave quatscht. Dave das Ende gequatscht. Ja, so wie, ey, das hat doch das perfekte Ende. Nur noch Dave hat geredet. Genau. Ja, wie fand ihr das denn? Schön. 40 Jahre die Flippers. Dann hattest du noch eine Frage gestellt oder eine Vorstellung gehabt bei der letzten Aufnahme. Jetzt, in welche Richtung das geht? Was hast du nochmal dir gedacht, Hugi? Hä? Bevor wir jetzt diese Session... Gar nichts habe ich mir gedacht. Doch, du hast was gesagt zu mir hier. Das ist schön. Dass dann... ich weiß, ich krieg's auch gar nicht mehr hin. Ist schon vorbei. Das war aber echt wichtig, ja. Das war jetzt in der letzten Pause jetzt. Hast du was zu mir gesagt? Ich dachte mir so, ja, es schon passt richtig so, wie es jetzt laufen wird. So in Richtung Nerdquiz. Und du hast irgendwas gemeint mit irgendeinem... Ich hab gesagt, na, wir gehen wahrscheinlich in irgendeinen Raum und dann ist da wieder so ein Typ und dann passiert irgendwas und dann ist Schluss. Nee, so hast aber da hat's der recht. Aber ja, hast du recht. Irgendwas mit Nerdship-Quatsch. Ja, mit Nerdship-Quatsch. Genau, Nerdship-Quatsch war schon der gute Hinweis. Ja, ich wollte euch auch viele kreative Möglichkeiten lassen, Dinge zu tun. Also jede Stage war bis auf das Quiz am Ende... mit kreativen Sachen versehen. Am Anfang, wie ihr halt eine Meute überzeugt und Dave endlich seine Revenge bekommt, die Leute zu überzeugen. Ja. Hat er nicht machen wollen, er wollte halt lieber Gymnastik üben. Aber mit der Kraft der Fitness überzeugt. Mit der Kraft der Fitness.
in der zweiten Stage einfach ein bisschen austoben und hier Seven vs. Five Spielchen machen. Ach, das sollte das sein. So ein bisschen schon, ja. Habe ich ja auch so eingeskriptet so halt. Das dritte ist halt einfach nur, ja, kriegt ihr ein kreatives Tool, mal gucken, was so rauskommt. So fightmäßig. Schöner Scheiß, hat mir sehr gut gefallen. Und als es dann so, ja, jetzt also, ist aber mal gut so in die Richtung, habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich langsam Richtung Ende, dass ich dann einfach... Nein, nein. Ja? Der Hugi hat nicht einmal Tentakel gebracht. Ich ja, sehr stimmt, enttäuscht. Das stimmt. Also, keine Hentai-Tentakel, das geht ja mal gar nicht. Ja, das wäre dann als nächstes gekommen, ja, aber genau. Dann war auf einmal der Bibu-Mann tot. Ja, genau. Wie kam das nur dazu? Nein, das passierte alles so, als ich gerade dieses dämliche Drachen-Pokémon gegoogelt habe. So bist du? Ja. Und da hast du ja gedacht, dass der Bibu-Mann noch lebt und du zum Bibu-Mann redest. Nee. Ich dachte, der hat ein Kind bekommen. Ich dachte, genau. Der ist in den Spermasee gefallen, hat auch ein Kind bekommen. Oder irgendwie so, dass ich dann halt seine Kreatur überreden muss, dass er seinen Papa tot macht. Aber dann ließ es sich ja zum Glück so drehen, dass er sich dann selber tot macht. Dann war alles gut. Ja, auf jeden Fall, das ganze Abenteuer sind sehr viele Nerdship-Podcast-Anspielungen. Also wenn ihr nicht viel verstanden habt, dann müsst ihr wohl alle Folgen anhören. Wichtig. Ich würde mir mal für ein Pen and Paper nächstes Mal wünschen. Ja. Weniger Nerdship Podcast. Ja. Okay. Ich habe schon gemerkt, dass sich das auch auf Stimmen im Wald und für erstes Pen and Paper viel bezog. Ja. Aber ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Hast dich so hart verdrängt. Ich weiß schon, dass wir in der Mühle waren oder dass es eine Meerexplosion gab und so weiter. Aber wer der Typ da war... Das war der Bösewicht. Ich weiß schon noch grau, warum der tot ist. Du hast ihn auch immer Korax genannt in der Aufnahme. Und warum war der tot? Weil ihr ihn abgemessert habt. Wie? Habt gegen ihn gefightet? Erst hat er seinen so Finger verloren, weil er einen Feuerball gegen Jochen, glaube ich, gemacht hatte. Aber obwohl er im Nahkampf war mit Jochen, hat er trotzdem schlecht gewürfelt, Hand weggefetzt, Finger weggefetzt. Dann kam Rimmelwirr und hat mit seiner Riesenaxt die Hand ein bisschen angehackt, weil du auch nicht so gut geworfen hast. Also ihr habt immer ganz schlechte Würfe gemacht und irgendwann habt ihr den noch so ein bisschen in den Bauch gestochen. Bis Thanos dann irgendwann mal 40 Jahre nach dem Kampf dann so irgendwie an Tetanus steht. Und die Werte Marin war ja noch da zu Tage und hat dann das Leid beendet mit dem Kehlenschnitt. Marin. Und wegen dem Brandwund war es einfach danke rein sein, hat Hugi mit seinem Zauber, so einen Blitzzauber machen zu dürfen und hast ihn halt getroffen direkt. Er konnte nicht mehr ausweichen und hat dann halt Brandwunden davon bekommen. Hab ich so gefunden. André, wie fandst du denn unsere Performances? Sehr gut. War das überzeugend? Mir sehr gefallen. Ich habe sehr viel rumgealbert. Ich mag Chaosfiguren. Besonders wenn es in Richtung... Das gar nicht so als eine Chaosfigur ja, gespielt. Ja, das stimmt. Also chaotischer war eher... Also am chaotischsten war eher Natalias Figur. So was so außer Kontrolle angeht. Aber ihr konntet sie ja zähmen oder ihn zähmen durch Schuhe spenden. Eine Schuhspende. Eine kleine Schuhspende. Mhm. Genau. Deswegen hatte ich ja auch nochmal zwei Schuhe mitgenommen. Gerade wo ich die geben wollte, hat Jochen sich immer irgendwie Leid abgerissen. Ja. Er war halt ganz scharf drauf, sich nackig zu machen. Nein, ich wollte Kekse. Ich hatte halt noch gedacht, es kommen noch so Squid Game Rätsel. Aber da dachte ich, hatte ich das Gefühl, es kommt vielleicht das Rätsel mit diesen Glasplatten. Deswegen wollte ich viele Sachen mitnehmen, die man auf die Glasplatten schmeißen kann. Okay. Aber es war nur spekuliert. Ich habe auch noch gehofft, jemanden mit den Murmeln anrotzen zu können. Das hättest du machen können. Du wurdest ja nicht daran gehindert. Dann hatten wir ja dieses komische Yu-Gi-Oh! Spiel und ich dachte, das war ja danach. Ach so. Ja. Ja, also es war auch gedacht, dass ihr hättet den Bibu-Mann physischen Schaden anrichten können. So drüber springen und einfach vermöbeln. Ja, aber das kann ich nicht. Ich bin ja ein Knossi. Der kann nicht so springen, dann tut er sich an seinen Fuß weh. Bei dem André Diers, der dann André Diers Funder war, Spoiler, den hättet ihr nicht mehr angreifen können, weil er einen Schutzschild gehabt. Da ging es nur noch um die Fragen beantworten. Genau. Ich hätte bei dem Squid Game habe ich gedacht, da nehme ich einfach alle
fasst alle Knobelsachen zusammen und macht es zu einer Challenge, weil die sind losgerannt, weil rotes Licht, grünes Licht gespielt. Die Bodenplatten sind runtergekracht, dass das halt wie bei diesen Bodenplatten ist. Mhm. Murmeln waren da, um, dass ihr die bewerfen könnt mit Murmeln. Seile waren da, wie Seile ziehen. Und was gab's noch? Cookies. Ja, die Cookies kamen dann vor, dass sie gegessen wurden. Mhm. Ja. Also alles kam von Squid Game irgendwie vor. Genau. Komprimiert auf ein, zwei Challenges. Genau. Wie fandet ihr die Zuhörer-Anspielungen? Die ich eingebaut hat, ganz klug. Schwierig. Ich würde mich davon distanzieren, dass es Zuhörer-Anspielungen Wenn ihr euch angesprochen fühlt, ihr seid's nicht, weil ich hab so weit entfremdet, dass es gar nicht möglich sein kann. Genau, das ist unmöglich. Das ist gar nicht Bezug herzustellen. Ich habe ein kleines, ganz, ganz kleines bisschen eine Vermutung gehabt, aber dann dachte ich mir, das kann nicht sein, weil dann könnten wir echt Ärger kriegen. Das kann gar nicht sein. Sehr gut. Natalia, wie fandst du es so? Was hat dir so am meisten so gefallen? Wo hast du den meisten Spaß rausgezogen? Was hat dir am wenigsten gefallen? Ja, oder so. Was hat dir am mittelsten gefallen? Was hat dir am allermeisten nicht gefallen? Also, das Yu-Gi-Oh!-Ding fand ich am Ende komisch. Mhm, okay. Weiß ich nicht. Mhm. Aber Anfang so richtig chaotisch hat Spaß gemacht. Okay, schön Möwen pflanzen gehen. Ja, genau. Ja, also wenn man so eine offene Welt vor sich liegen hat und sich erstmal überlegen kann, was nimmt man zuerst in den Mund so. Mhm. Ja, und das war auch angelegt, dass sie in der ersten Stage schon am meisten Zeit mit verbringt. Ja. Die letzten sollten dann schon ein bisschen beschleunigen. Aber wie gesagt, ich habe da halt so Sachen gesammelt und gemacht und so und dann konnte ich es gegen Ende gar nicht mehr benutzen. Das war nicht so. Also Option hättest du gehabt, wie gesagt, ein Vivo-Mann. Ja, wusste ich halt nicht. Ich hab's. Ja, man erwähnt. Muss da. Ich wollte, ich das dachte, sein. Ich dachte, das ist jetzt dieses Spiel im Spiel und da sind irgendwelche Spells, die mich da abhalten. Ja, das, ja, aber du kannst es ja probieren. Schießen kann. Du kannst es ja probieren. Du hast dich ja gedanklich selbst eine Barriere davor gesetzt, das nicht zu dürfen, weil du dachtest, da kommt eine Barriere. Ja, aber vielleicht, wenn ich es versucht hätte, hätte ich dann meinen Angriff nicht mehr. Weil das Ding ist, ich habe ja auch eine Anspielung gemacht, so wie, dass er sich dann freut, hahaha, dass ihr mich nicht angreifen könnt und mir nicht schaden könnt. Das war so eine Anspielung. Ja. Ah, mal nachdenken. Ja. Vielleicht ich bin, dann doch ich bin ein dummer Ork, das war zu hoch. War es einfach incorrecter. Ja, ich fand das halt schön, dass wir am Ende einfach nur Spiele hatten. Ja. Weil ich auch dachte, das geht eigentlich tatsächlich ganz gut, so ein Kartenspiel da so zu spielen. Und das war halt mal eine Ausnahme, dass wir es halt nicht komplett umgedacht haben. Weil ich mir dachte, André hat sich was Schönes vorbereitet. Wir lassen es mal geschehen. Wir reiten dann nicht auf dem Xenomorph oder irgendwie. Nächste Anspielung an mein erstes Pen and Paper im Nerdshow Podcast. Da ist halt dann doch ein bisschen was passiert, was schon sehr außerhalb der Norm war. Und das war auch schön, aber heute wollte ich mal das mal so, wie das vermutlich gedacht war. Hattet ihr alle Spaß? Ja! Ja. Und ging die Zeit auch für euch wie im Ruck? Ja! Ja! Gut, das freut mich. Und wollte dann noch als pantomimische Geste, nachdem ihr mich dann verprügelt habt, noch zu dir hinzeigen, Hugi. Wollen dich jetzt in echt verprügeln. Genau, das machen wir aber nach der pantomimisch auf, genau, ich mach pantomimisch auf meine Handschläfe tippen mehrmals. Ja, und alle, die sich jetzt als Zuhörende angesprochen gefühlt haben, dass wir als Witz eingebaut worden sind, ja. Denn wenn ihr mal André seht, dann dürft ihr den auch verprügeln. Ja. So, noch ein Hinweis. Der Bubi-Mann, der hatte das Deck Nerdship Podcast. Deswegen hätte ich alles Mögliche beschwören wollen, was mit Nerdship Podcast zu tun hat. Eigentlich deswegen, ja, Instant Success Deck, weil gibt da keine schlechte Karten. Ja. Außer die krebskranken Hunde. Ja, die habt ihr dann herbeigeführt, dass ich das Pech hatte, dass die dann wohl auch. Wäre eigentlich nur Glück, dass du so viel Pech hattest. Ja, das stimmt, ja. Ich meine, ich habe es auch zugelassen, dass André, hätten Würfel wir abnehmen. Das hatte ich gar nicht vor. Hätten wir verlieren können. Hätten wir verlieren können. Genau, das ist das nächste, gut, dass du mal erwähnst. Es war konzipiert, ihr könnt nicht verlieren. Ich hätte das hat man fast gesagt, nicht gemerkt. Oh, weil ich habe gesagt, nicht der krasse Twist am Ende, der so, oh, Mindblow, der ist wichtig, sondern die Reise dahin. So wie Fight Club. Ja. Einfach auf die Fresse. Der Twist war wichtig.
sondern die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben. Genau. Ja. Genau. Gut, Hugi. Liebe Zuhörende, bis nächste Woche. Macht's gut. Haut rein. Vor allen Dingen in André Dias Gesicht. Genau. Tschüss. Tschüss.